Han Showdown starten. Und dann hat sich das vor Discord geschoben und ich konnte nicht mehr mit Tab ins Discord rein, weil Han Showdown permanent im Vordergrund war, bis es geladen war. Total sinnvoll. Ja, ja. Ich habe ja schon einige Spiele gespielt. Ja. Mein Jäger ist aber immer noch auf Stufe 1, weil ich jedes Mal gestorben bin. Ja, aber du levelst ja trotzdem. Der stirbt ja nicht. Ja, aber der kriegt keine XP, wenn er stirbt. Doch. Nein, nur ich. Der Jäger nicht. Echt? Ich dachte, der Jäger bekommt auch, wenn du halt bisschen was machst. Nee. Okay. Wenn der stirbt, dann scheinbar nicht. So, inviten. Ich hab dich auch invited. Ach echt? Ach echt? Ich hab nur gesehen, dass da eine Chat-Nachricht war, die habe ich ausgemacht. Hat's geklappt? Hat geklappt, gut. Nicht. Ja, hat geklappt, sehr schön. Gut. Gruppe verlassen. Es ist wer rot. Ist das? Ja. Guck mal, du bist schon Rang 20, ich bin hier Rang 1. Ja, das war ja tatsächlich durch mein famoses Spiel, wo ich dann mit meiner Jägerin auf Level 40 plötzlich war. Und du sie dann erstmal in Ruhestand geschickt hast. Genau. Dann hast du dir eine hübsche Geschichte zu deinem Jäger ausgedacht. Guck mal, ich habe weiter gesponnen. Mhm. Meine Jägerin ist die Schwester von deinem Jäger. Wurde schon einmal getötet, ist wieder auferstanden und will sich jetzt rächen. Okay. Ich wollte eben gerade sagen, aber die sind doch alle in meiner Geschichte gestorben. Na siehst gut. Du? Okay. Gut. Ich werde so sterben, tippe ich mal. Und dann bin ich dauerhaft hoffentlich tot. Hoffentlich nicht. Doch, bestimmt. Nein, hoffentlich nicht, weil, das wäre schlecht, weil dann kriege ich wieder keine XP mit der Jägerin. Ach Quatsch. Du überlebst dann. So, soll ich mal auf Ready klicken, damit wir anfangen können? Ja, das kannst du tun. Ich glaube aber nicht, dass ich auch im Stream... Im Stream hört man mich, ne? Ja. Das weiß ich nicht, ich habe den Stream immer auf Lautlos. Ich guck mal. Ich guck mal, weil... Ja, man hört dich. Gut, weil nicht, dass da das falsche Mikrofon ist. Okay. Ja. Du hast noch nicht auf bereit geklickt. Ja, weil ich das ja eben gerade alles erstmal, weil ansonsten während des Spiels kann ich ja nicht da rummachen. ja, das solltest du nicht tun. An den Stream-Einstellungen. Mhm. Was denn sonst? Ich weiß auch nicht. Ich habe auch schon verschiedene Gewehre ausprobiert. Also die meisten haben ja nur eine Patrone und da musst du nachladen. Ne? Die gefallen mir nicht. Ich brauche das mit mehreren, weil ich bin ja so jemand, der fünfmal schießen muss, bis er trifft. Da gibt es ja tatsächlich sogar mehrere, aber ich habe, also eigentlich bin ich auch so jemand. Ich habe aber trotzdem sehr gute Erfahrungen mit der Winfield gemacht am Anfang, weil die lädt tatsächlich sehr schnell nach, finde ich. Ja, also ich habe jetzt mal was ganz Neues, habe ich mir gerade freigespielt, hier die Armbrust. Mhm. Die probiere ich jetzt mal. Okay. Ja, da musst du einfach... Diese Begeisterung. Okay. Nee, das ist ja deine Sache. Die Armbrust habe ich mir auch schon häufiger überlegt. Oh, ich bin hast anscheinend... Hast du schon ausprobiert? Yannick hat gemeint, ich bin gerade sehr laut. Nein, ich habe die noch nicht ausprobiert und ich muss jetzt leiser sein. Was wollte ich sagen? Du musst halt einfach nur deine Waffen finden, sozusagen. Ja. Darum, ich probiere jetzt aus. Also, die mit den mehreren... Ich brauche halt wirklich mit einmal schießen und dann nachladen, das ist nichts für mich. Ja. Dachte ich bei mir auch, hat aber überraschenderweise ganz gut funktioniert. Also ja, es hat so an sich ganz gut funktioniert. Aber ich mag das vom Spielgefühl lieber, wenn ich mehrmals schießen kann und nicht ständig mir Gedanken drum machen muss. Bist du jetzt eigentlich bei mir in der Nähe? Ich sehe dich nicht. Ich bin noch im Ladescreen. Ah, deswegen viele. Ah, da bist du ja. Okay, ich dachte eben gerade, ich bin ja allein. Ja, ja, da bist du. Okay, wenn du das sagst, ich habe noch warte auf andere Spieler im schwarzen Hintergrund. Okay. Wir können... Ah, jetzt bin ich auch da. Hallo. Hallo. So, wo wollen wir jetzt hin? Wollen wir hier gerade ausgleich das Blaue machen, das hier so direkt vor uns ist? Ja, hätte ich gesagt, oder? Also ja. Ich
Ich glaube ganz übrigens, wenn man ausschwärmt so ein bisschen und sich so ein bisschen trennt, ist es gar nicht mal so verkehrt hin und wieder. Ja, das denke ich auch, gerade wenn man das halt einer am besten so ein bisschen die Umgebung sichert. Schön, dass du da auf den Ast getreten bist. Das habe ich gut gemacht, ne? Oh, das ist ein Meathead, Achtung. Ach, ich habe gar nicht mein Messer. Okay. Ich wollte nur erstmal hier rein. Wo ist es denn? Ah, geradeaus weiter. Ja, ja. Ich glaube, da ist ein Hive. Soll ich den gerade machen, oder? Warte, warte, warte. Der kommt. Wieso ist der zur Seite gegangen? Das weiß ich nicht. Ist da vielleicht jemand? Nö. Oh. Da ist Glas. Schön. Wenn man übrigens croucht und über das Glas geht, dann... Ja, generell, wenn man durch die Sachen geht, ne, dann macht man nicht so viele Geräusche. Genau. Du kannst auch, wenn du die Tür aufmachst... Warst du das? Oder war ich das? Weiß nicht. Wenn man die Tür aufmacht, während man im Crouching ist, ist es auch leiser. Ich sehe den Hive. Ach, das ist ohne Silencer. Mist. Ich glaube, das Ding ist oben im Haus. Ich bin hier gerade mal in den Keller. Da ist einer, Achtung. Ich bin im Haus. Ach, das bist du wahrscheinlich. Okay, gut. Oh, du hast mir einen Schreck versetzt. Wir müssen irgendwie nach oben ins Haus rein. Also da, wo ich bin. Bist du oben? Ja. Wo bist du da hingekommen? Über die Leiter, über die ich am Anfang hin bin. Ah, warte, hier ist auch eine Treppe hoch. Aber ich sehe auch deine Umrisse. Ja, ja. So. Achtung, ich baue hier eine Falle auf. Okay. Es ist hier in der Scheune. Da kommt jemand von hinten. Ach. Zombie. So, ich sammle das jetzt mal einmal, gucken, ob das für uns beide zählt. Ja, ja, ja. Und? Hat's für dich gezählt? Ja, 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 ja. Sehr gut. Wäre auch komisch, wenn nicht. Stimmt. So, welcher ist denn am nächsten? Okay, da lang. Manchmal ist es gar nicht mal so doof, einen anderen, also einen weiter entfernten zu machen, aber... Ja, aber die sind beide relativ gleich weg. Ja, Geräusche sind egal. Ja. Also, ich wollte damit nicht sagen, dass Geräusche egal sind, aber ich spiele gerade so, als ob. So spiele ich aber auch ganz häufig, weil ich gemerkt habe, dass
dass sie tatsächlich in vielen Situationen egal sind. Ja, also es ist halt schon schlecht, wenn die anderen wissen tatsächlich, dass du kommst. Andererseits ist schnell bewegen wichtiger, habe ich den Eindruck. Also zum Beispiel die Krähen... Ich glaube, die sind gerade am rechten, also gehen wir zum linken, oder? Also du willst gar nicht die überfallen. Ich dachte, du wolltest Drache. Wir können die auch überfallen. Wie ist es? Ja, das stimmt. Eigentlich müssen wir sie überfallen. Wo sind die? Da. Ich meine, wir können ja einfach mal gucken. Wir müssen die auch nicht angreifen. Genau, wir gehen einfach jetzt... Ah, Achtung, Achtung, Achtung. Achtung. Soll ich den wegmachen? Ja, mach den mal weg. Ich probiere das mal. Ich bin gespannt, ob ich überlebe. Nein! Warum nicht? Erkläre ich dir gleich. Okay. Das war ein Emulator. Wenn du den angeschossen hättest, dann wäre der explodiert und direkt mir ins Gesicht. Okay. Na gut. Die verbrennen. Hast du die noch nicht gehabt bisher? Doch, aber ich habe da einfach immer drauf geschossen. Wenn du halt mit Plant Weapons, also Sachen, die nicht scharf sind, und keine Patronen, die angreifst, dann explodieren die nicht. Und eben Wasser. Mir tut das für Yannick so leid, weil ich befürchte, ich bin jetzt garantiert viel zu laut immer noch. So. Wir haben garantiert den Hinweis schon. Wahrscheinlich die Tür ist noch offen. Ja, hier war schon jemand. Mhm. Ja, da draußen. So, den zweiten haben wir, ne? Ja. Okay. Gegen die ist nämlich sind Plant Weapons auch ganz gut. Links von uns sind zwei hin, also habe ich zwei Hinweise leuchten sehen. Okay. Achtung, Enten. Ah, da vorne ist ein Hund. Und noch ein Hund. Die haben mich getötet, diese Scheißhunde. Ich nehme den rechten, du den linken. Wollen wir wirklich mit Pistolen? Ja. Okay. Dann meins macht nicht so viel Geräusche. Okay, ich mach. Hast du? Die Armbrust schießt die so weit. Jetzt hab ich ihn.
links lang. Ja, da waren noch die Schüsse, glaube ich. Ja, das ist aber der andere. Ja, der ist auch zu weit weg, sonst hätte ich gesagt, geh mal hin. Ja, ja. Sehe ich genauso. Du gehst mal rechts rum, ich geh mal hier so links rum, dass wir uns ein bisschen kurz aufteilen. Ja, ja, ja. Diese Pferde machen mich wahnsinnig, ne? Ja, die kann man ja auch töten. Ja. Die kannst du auch mit Lampen wegmachen. Ah, okay. Okay, die Tür ist... Irgendwas ist hier oben drin. Nee, ich glaube nicht. Nicht? Ich glaube, das ist draußen. Eine Etage tiefer. Ich bin Meister darin, mich zu verlaufen. Das ist immer super. Gibt's drin nicht irgendwo einen Weg runter, eine Treppe? Ich weiß es nicht. Gehen wir mal hier vorne rum, weil auf der anderen Richtung ist der Meathead. Ja. Wenn wir jetzt schnell den Hinweis holen, wir müssen uns beeilen. Ja, ja. Weil im Moment rennen die alle zu dem Typen. Ich denke auch. Wahrscheinlich. Kommen wir da rein? Ich sag doch von drinnen garantiert. Ja, wahrscheinlich. Meinst du? Was ist der scheiß Durchgang? Ich habe keine Ahnung, wie wir da runterkommen. Ah, ist auch egal. Wollen wir da hin und versuchen, den aufzuhalten? Wenn du willst. Oder wollen wir gehen? Was dir lieber ist. Also ich würde hin. Ich frag dich jetzt, dann lass uns hin. Können ja einfach mal schauen. Ich weiß echt nicht, wie wir da hätten reinkommen können. Bestimmt irgendwie unterm Haus rumkriechen. Oder so. Aber dazu kenne ich die Gebäude in dem Spiel noch zu schlecht. Hm. Oder wir können zum Extraction Point schon mal gehen. Meinst du, der nimmt den nicht, dass er so schlau ist wie du und nicht den kürzesten Weg nimmt? Ich glaube, der nimmt den. Okay, dann können wir da ja... Ich meine, können wir ja einfach mal probieren. Ja, wenn nicht, haben wir zumindest einen sicheren Ausgang. Oh, Hunde, Achtung. Ganz viele.
Rechts. Ja, ich hab's so gesehen. Oh, ich würde irgendjemand ist ja, hier. Ja, komm, komm. Komm, komm. Ich guck mal, ob ich von hier oben. Also ich würde weiter zum Extraction Point gehen. Oder wollen wir hier warten? Das nee, ist halt nee, nicht so ich sicher. dachte nur, dass ich gucke, wo der andere Typ ist. Ja, der ist garantiert drin. Gesagt, wir warten hier, oder? Wartest du da an der Ecke, dann warte ich. Ja, ja. Welches ist denn der Extraction Point genau? Wo das ist er Boot, genau? Glaube ich. Ah, okay. Soll ich an die andere Ecke gehen, oder was? Nee, ich dachte, ich behalte hier den Weg im Auge und du da das Unterholz, oder? Welches Unterholz? Ja, da wo du bist, halt da zwischen dem Weg. Da wo ich gerade hingucke, oder was? Ja. Okay. Nicht, dass wir ihn verpassen. Ich sehe ihn. Er kommt hier von der anderen Seite. Ganz von der anderen Seite. Also falls diese Spur diese Blitze sind. Ja, ja. Ja. Der kommt von links zum Extraction Point. Siehst du's? Nee. Drück einfach mal auf E. Nee, dann hört er das ja. Das ist nämlich das Problem, glaube ich. Nein, ich bin am Boden. Du kannst mir aufhelfen, ich halte durch. Ah, ich sehe ihn. Vielleicht. Ja, gut, dein Hunter ist weg. Schön, dass du von deinem anderen Hunter die Punkte da reingemacht hast. Nee, hab ich ja gar nicht. Da sind ja keine Punkte drin.
Ja, aber dadurch, dass du den anderen in den Ruhestand geschickt hast, ist der andere doch auf Stufe 20 gekommen, oder nicht? Nee, das ist mein Spielerrang. Ach so. Deswegen, das ist ja der Trick an der Sache, weil ansonsten verlierst du halt die ganzen XP, die du auf dem anderen hattest. Ah. Weil guckt haben, kommt man doch trotzdem XP. Ja, du, aber der Hunter nicht. Ja, meiner jetzt sowieso nicht, weil er gestorben ist. Ja, bei meinem sieht das aber auch so aus, wenn er stirbt. Dann okay. Ist er auch das ausgegraut und geXt und unten drunter steht, wird aber wiederbelebt, bla bla. Okay. Aber er kriegt trotzdem die Erfahrungspunkte nicht. Verstehe. Gut. Dann, kleinen Moment. Ja, du musst jetzt erstmal wieder Sachen kaufen, muss ich noch nicht. Nee, Sachen kaufen nicht unbedingt, aber ausrüsten zumindest. Aber ich mag die Armbrust nicht. Weswegen? Weil die auch nur einen Schuss hat. Das macht mich irgendwie... Ja. Andererseits, ich muss das ja irgendwie mal üben, ne? Weil die verbessert sich ja auch. So. Deswegen denke ich mir halt auch immer die ganze Zeit, man muss es halt üben. Und deswegen bin ich auch immer auf volle Konfrontation gegangen im Trainee-Modus. Weil ich mir nämlich auch gedacht habe, naja, lieber jetzt, wo ich nicht sterben kann, als später, wenn meine Hunter dann sterben. Ja. Gut. Das ist jetzt Nigel Malone. Der alte Freund von Carmine, der jetzt auch auf Rache aus ist. Also man merkt, mit zunehmendem Spiel werden die Hintergrundgeschichten etwas generischer. Es wird so die übliche LARP-Hintergrundstory. Meine Eltern sind von Orks umgebracht worden. Und darum wollen wir jetzt Rache. Genau. Weil du lebst ja immer noch? Ja, ich lebe immer noch. Ich lebe auch noch ein paar Level. Du kannst schon mal auf bereit klicken. Ich bin ganz kurz ab, kann mir was zu trinken holen. Okay. Aber das dauert dann ja eh, bis wir fertig sind. Ja, ich muss sowieso gerade gucken, was ich genau mache. Ja, also siehst du. Alles bis gleich. Jo, bis gleich. Oder Jannik, hast du was an diesem Hintergrund auszusitzen? Es ist immer gut, einen Charakterhook zu haben. Ja, das ist wichtig, weil das entscheidet ja dann auch im Spiel, was man macht. Also ob man jetzt flieht oder angreift. Ja.
mit Zitronenkuchen ist das gleich viel besser alles. Mhm, und wieso habe ich keinen? Soll ich dir welchen vorbeischicken? Ja, bitte. Nein. Nein, das dauert etwas zu lang. Mhm. Aber ich habe eben auch einen taktischen Fehler gemacht. Ich hätte quasi eigentlich umrunden sollen, versuchen sollen, ihn umzubringen und dann dich aufzustellen. Ja. Das war das Problem, denke ich. Die Waffe hier ist, glaube ich, ganz fürchterlich für mich. Also wir merken uns, wenn einer von uns beiden erschossen wird, erst den Angreifer erschießen. Ich habe halt immer das Problem, ich sehe die im Normalfall nicht. Ja, ja. Ja, deswegen wo soll man sie ja hören. Hin? Hm? Wo möchtest du ich hin? Bin gerade am überlegen, kann man hier. Kann man pingen? Ah ja. Siehst du das? Pingst du? Ja, aber mit meinem mittleren Mausding. Cool! Ich glaube, das ist praktisch. Siehst du, das ist so eine Nachtmap. Ja, da war ich noch nie. Hatte ich gleich als erstes. Echt? Das ist ja fies. Ja, fand ich auch. Da ist ein Zombie hinter dir. Warte, hinter mir? Ja. Ist halt die Frage, ob du den... Er ist tot. Okay. Weil hier ist nämlich direkt der... Clou. Ich hatte gerade so ein bisschen Fisticuffs mit Zombies. Und ich glaube, ganz da bellen Hunde. Eventuell kommt gleich jemand. Ich habe die Tür mal zu. Aber von der anderen Seite, ich glaube von da. Soll ich den Clou mal nehmen? Mhm. Oder? Mhm. Weil man sieht anscheinend, das habe ich noch nie bemerkt, wenn das rot ist, dann sieht man, dass jemand kommt. Ja, auch bei den Dingern von den Bossen dann, aber das habe ich auch nie gesehen. Warum haben wir denn den Hinweis für die blöde Spinne gekriegt? Ich muss sagen, bei der Spinne habe ich so das Gefühl, einfach... Ja, ich dachte, ich hätte was gehört. Ah, gehen wir. Oh. Da als nächstes hin? Ich hätte gedacht, da, warte mal. Hier. So, in die Richtung. Ja. Da, ja. Ich folge dir einfach. Ich mach. Also wenn du mit der Armbrust wirklich triffst, dann ist das echt cool. Ja. Den Kopf von dem Hive, da weißt du ja, wo der hängt, ne? Hast du den Blitz auch gerade gesehen? Den Blitz nicht, aber den Donner gehört.
da jemand gerade den Hinweis gemacht? Nee. Ich glaube, das war Gewitter. Also? Oh, da hinten geht's ab, wo wir hinlaufen. Ich muss gerade mal ein bisschen ausruhen. Da ist ein Emulator auch wieder. Entschuldigung, da musste ich drauf schießen. Das ist so ein Feldklops. Ja, den lassen wir besser. Hätte ich gesagt. Ja, aber der streift da lang, wo wir lang müssen. Ja, dann schleichen wir. Oder versuchen es zumindest, weil die sind echt heftig. Na, Achtung, Zombies. Und der Immolator kommt. Hat er. Hinter dir! Hinter dir! Ja! Da ist ein Hunter! Ja, ich seh's doch, aber hinter mir aber auch ein Zombie! Ich hab'n. Sehr gut. Oh. Entschuldigung. Ich habe den Zombie, der hinter dir im Rücken zu dir gerannt ist, abgehalten. Ja, und ich habe halt die zwei Leute da gesehen und habe den ersten dann schon mal und meine Waffe hat nicht geladen. Also die Waffe mag ich nicht. Schönen Gruß. Gruß von Stefan oder was? Ja. Gruß zurück. Gruß zurück. Die Spinne wird übrigens gerade schon verbannt. Ja, ja. Machen, bitte? Ich weiß es nicht, was wollen wir machen? Die zwei haben wir jetzt hier. Du kannst auch Waffen austauschen, wenn du willst. Ja, ich gucke gerade. Aber dich haben sie nicht angegriffen, oder wie? Nee, er hat versucht, er hat einen so ein Feuerding nach mir geschleudert, aber das war's. Ich würde sagen, wir suchen nach dem zweiten, also nach den anderen Hinweisen, die noch hier sind, oder? Ja, ja. Dann los! Warte mal, ich will gerade. Seit einer Minute stehen wir hier rum. Zeit ist Geld in diesem Spiel. Ja, ja, okay, dann für mich mal rum. Auf! Man hat eine halbe Minute Zeit, um einen Hunter zu durchsuchen. So, das ist jetzt die Regel. Ah, die waren so schön abgelenkt gerade. Ja. Wo gehen wir hin? Dahin würde ich sagen, oder? Okay. Das Picken ist praktisch. Ja, das ist sehr praktisch. Sollen wir durchs Wasser? Ja.
Wenn du schnell genug bist, erwischen die dich nicht. Du musst einfach nur wieder ans andere Ufer. Ja, ja. Wassergeister-Dinger. Die finde ich nicht so gefährlich. Ja, die sind halt nervig. Nimmst du den? Den dicken? Nee, den dicken würde ich nehmen. Machst du die Zombies? Ich mach die Zombies. Achtung, der Emulator kommt. Das ist kein Emulator. Also, du weißt, welchen ich meine. Ja. Das ist ein Emulator Light. Ja, halt den. Genau, ja. Brenntypen. Aber ich finde, wir haben doch jetzt schon die ersten Situationen ganz gut gemeistert. Okay. Achtung! Ha, drücke F, um die Verbrennung zu stoppen. Lauf ins Wasser, um die Verbrennung zu stoppen. Stimmt. Ist das hier drin? Nee, ne? Nee, das ist dahinter noch, glaube ich. Oh. Hilfe. Da wollte ich gerade schießen. Nee, das ist noch weiter nach hier. Munition rum. Ja, ich brauch eher. Eher Hilfe. Oh, hier sind zwei Hunde. Ich guck mal gerade hier. Oh. Hier sind zwei Hunde. Ich hab Zombies entdeckt. Warum gehst du da runter? Was willst du da? Ich brauch Health, deswegen wollte ich da rein. Kann ich dich nicht auch heilen? Das weiß ich nicht, aber hier ist... So, jetzt bin ich wieder geheilt. Okay. Eigentlich könnten wir zum Ausgangstor gehen. Meinst du? Ja, weil der wird jetzt garantiert gleich gebannt, so viel Zeit, wie wir gebraucht haben. Ich bin halt bisher immer einfach von einem Hinweis zum anderen ganz stupide gerannt. Das hat am besten funktioniert bisher. Ich auch. Warum machst du es dann jetzt nicht? Weil ich halb tot war. Ja, aber ich konnte, glaube ich, dich heilen. So etwas sollte man vielleicht ausprobieren, bevor man in den Keller geht und Zeit verschwendet. Na gut, da hast du recht. Oh. Was ist O? Renn. Ich renne. Oh, was ist das?
Das war, waren die Wespen vom Hive. Wie schön. Übrigens ist das Ding oben auf dem Windrad drauf, ne? Nicht hier im Haus. Ach so, okay. Uff, hat diese Waffe eine Nachladezeit. Das ist ja unglaublich. Holst du es? Ich deck dich. Ja, yeah, ja, yeah, ich bin dabei. Oh, hier war noch keiner. Deswegen, vielleicht sind die auch alle bei dem anderen. Das kann natürlich sein. Ich gucke, wo der nächste ist und pingst dir dann. In die Richtung. Die brauchen für den Ping ein anderes Geräusch. Ich erschreck mich da jedes Mal. Der Hinweis wird, glaube ich, gerade auf. Ah, nee, der läuft da lang. Ja, ja. Ob der uns entgegenkommt? Glaube ich nicht. Da hinten in dem Haus ist das Ding drin. Ruhig picken. Da ist so irgendwo. Okay. Da sind Zombies. Okay, zweiter. Ich gucke, okay, wo der nächste ist und pinge. Und ich glaube, der Typ läuft echt hier irgendwo in die Richtung. Ja, eben. Ich glaube, der muss hier auch lang. Oder der sucht halt das andere Ding auch noch. Vögel. Ja. Uff. Ich glaube, da kämpft gerade jemand. Meinst du? Beim Butcher, ja. Uns noch den letzten Hinweis, oder? Ja, ja. Und dann würde ich sagen, diesmal lieber einfach raus. Ja. Da oben in dem Haus drin ist es. Damit du auch mal überlebst. Und auch mal Punkte kriege mit meinem Hunter. Ist das ein Aufzug? Da war ein Zombie hinter dir.
War das da eben Aufzug eigentlich? Das kann sein. Den man zu zweit hätte benutzen können, damit man hier nicht durch die ganze Gegend laufen muss? Mhm, das kann sein. Okay. Ich wollte nur... Ja, ja. Ich wollte dir auch nur zustimmen. Okay. Hier in dem roten ist es drin. Okay, dann... Also du findest die definitiv besser als ich. Ich finde, das ist eine sehr gute Aufteilung, die wir da gerade machen. Nee, gar nicht. In dem dahinter. Komm ich doch. Und ganz ehrlich, so schlecht läuft es doch gar nicht bei dir mit dem Shooter. Weil du doch immer meinst, dass du dich so... Ja, ich muss ja auch gegen niemanden kämpfen. Doch, gegen Monster. Ja, das ist auch nicht das Problem. Okay. Hier war schon jemand. Okay, wir haben alle drei Hinweise. Okay, gehen wir... Nur aus reiner Neugier, wo er wäre. Okay, da. Quasi auf unserem Weg, aber egal. Okay, wollen wir einfach zu dem äußersten links oben, rechts oben meine ich, oder wollen wir rechts unten hin? Den großen Weg. Nehmen wir doch rechts oben, das am nächsten. Ja. Weil ich sagen muss, also die Viecher, die mich bisher wirklich am ätzendsten gekillt haben, sind diese blöden Hunde. Ja, die Hunde finde ich auch teilweise sehr chancenlos für mich. Ja. Also. Ist der irgendwann noch unterwegs? Nee. Ach komm, was soll der Scheiß, einfach durchlaufen. Hier ist jetzt eh kein Mensch. Ja, ich will nur runter. Ah, hier, Treppe. Springen? Ah, es ist keine Treppe übrigens, es ist ein Leiter. Man kann auch einfach so machen. Ich meine, der Vorteil ist halt, wenn man hochlevelt, dass man dann auch andere Waffen zur Verfügung hat und das macht, glaube ich, auch was aus. Ja, und dass du halt auch mit dem Hunter mehr Sachen machen kannst. Ja, aber der ist ja theoretisch dann schneller tot. Wieso? Naja, wenn er stirbt, stirbt er. Und wenn du dann... Ja, aber ich meine, natürlich, aber du kriegst doch diese ja. Skills, nenne ich es jetzt mal. Und ich habe ja nur drei. Ja, ich habe gerade gar keine. Aber jeder Hunter bringt doch am Anfang drei Stück mit, oder nicht? Nee, ich glaube nicht. Also zumindest konnte ich keine auswählen, dachte ich. Aber vielleicht habe ich auch was verbrochen. Das sind auch drei festgelegte, meine ich. Das kann natürlich sein. Musst du gleich mal gucken. Was gibt's denn heute eigentlich für einen Schläferz? Ne? Ach, den. Ja. Übrigens, es muss nur einer im Extraction Point stehen bleiben. Der andere kann also weggehen. Echt? Ja. Ich probiere das aus. Bleibt da mal stehen. Tatsache. Kann ich dir gleich erklären, warum. Damit man sich schützen kann? Nee. Damit einer nochmal schnell was... Das ist aber mies, ne? Nee, das war, weil das wohl früher exploitet wurde mit von Trollen, die dann... du kannst ja auch random Mitspieler haben.
Und die sind dann beim Extraction Point rausgegangen, also reingegangen und dann kurz vor Ende raus. Dann wieder rein, wieder raus. Sodass der eine Hunter nicht extracten konnte. Deswegen haben sie das so gemacht. Das gibt jetzt aber eine ganz andere Möglichkeit und weißt du welche? Der eine geht zum Extraction Point, der andere besiegt den Endboss, sammelt die Trophäe auf. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, Bist du dir sicher? man muss wahrscheinlich schon beide rein. Einmal. Aber man kann, glaube ich, danach wieder verlassen oder so. Ich weiß es nicht genau. Da müsste ich nochmal genauer gucken. Aber hier, Nigel O'Malone hat überlebt und hat auch zwei Hunter umgebracht. Ja, also die Rache ist ein bisschen besser geworden, aber der Rachedurst natürlich noch längst nicht gestillt. Ja, vor allen Dingen, das waren halt nur ein paar Goons. Also das waren nur ein paar Handlanger. Das waren Ja. nicht die wirklichen, die hinter Carmins Tod standen. Und Guck mal, meine unheimliche Schwester hat aufgelevelt. Um gleich mal 9 Level. zählen die zwei Hunter eigentlich auch für dich? Ja, die haben auch für mich gezählt, Das ist doch super. glaube ich. Also zumindest habe ich an Arsch viel XP gekriegt, also gehe ich davon aus. Ja. Och, das ist doch schön. Ah. Ich glaube ganz, der bekommt jetzt eine andere Waffe. Was nehme ich denn für einen Skill? Dieses Gewehr war doof. Weiß ich nicht. Was gut ist, ist Greyhound, wenn du das hast. Weil damit kannst du halt besser sprinten. Ja, ich glaube, den nehme ich auch. Ich kann zwei freischalten. Ich habe mit ihm hier verringerte Reload-Zeit für Crossbows. Vielleicht sollte ich mir tatsächlich eine Crossbow holen mit ihm. Vielleicht solltest du das tun, ja. Woher weißt du das? An Fähigkeiten? Ja, das war ein Perk. Oh, cool. Oh, Nigel ist auch Stufe 10. Er hat es endlich geschafft. Ich guck mal in Twitch gerade. Was Ah, denn? du hast auch Europe und US East. Ach stimmt, das habe ich gar nicht Hab gesagt. ich auch. Ja, gut, Europe war ja klar. Ja. Und also du hast ja die Wahl zwischen East und was war das noch? Das weiß ich South. gar nicht mehr. South, glaube ich. Und dann habe ich mir gedacht, ah, die aus dem Osten sind netter. Die reden nicht so komisch wie die aus dem Süden. Du brauchst ja noch einen Moment, ne? Ja, ich brauche noch einen Okay, Moment. bis gleich.
Da bin ich. Ich hatte doch schon einmal auf bereit geklickt. Willkommen zurück. Ich bin gerade unschlüssig, ob ich das wirklich so machen soll. Ich probiere das jetzt einfach mal. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Genau, so sehe ich das auch. Ich habe nämlich jetzt keine Reichweiten-Ding genommen, sondern ich habe jetzt tatsächlich eine Pistole und eine Crossbow. Ich überlege, wenn ich ein Messer habe und nur das Dingenskirchen, ob ich dann noch einen Hammer dazu nehme als stumpfe Waffe, weißt du? Ja. Wie gesagt, Hammer, also diese Emulators, wenn du da mit dem Hammer drauf haust, passiert nichts, dann explodieren die nicht. Und diese Hammer und so sind auch gut gegen die gepanzerten Zombies. Aber ja, ich hatte nämlich so einen blöden Bluthund mit so einer Eisenmaske vorne vor der Schnauze und den habe ich nicht tot gekriegt und der hat mich dann umgebracht. Genau, das ist so ein bisschen das Problem, ja. Ich bin ja aber so erstaunt, dass dieses Spiel tatsächlich mir schon Situationen erzeugt hat, in denen ich Duelle gewonnen habe, wie eben auch schon wieder. Ich verstehe das nicht so ganz. Ja, aber das ist das cool an dem Spiel, finde ich. Es ist nicht so wie bei PUBG oder so, du halt einfach blind drauf losballerst, ja, und hoffst, dass du schneller bist. Ja. Sondern es ist halt so ein bisschen mehr so für alte Leute. Nee, wir sind ja noch gar nicht alt. Für so Junggebliebene. Halbalte. Halbalte in den Mitte 20ern. Genau. So, jetzt bin ich gespannt. Ich habe noch nie mit dieser Armbrust gekämpft. Da? Ich habe was markiert, was nicht geblieben ist. Ich muss sagen, ich finde die Armbrust sehr... Wieso triffst du mit der? Weil ich erst gucken muss, wo das hingeht. Eigentlich relativ zielgenau, finde ich. Braucht man halt eben zum Nachladen. Ja, ich dachte, das kann der schneller. Ich mach eine tot. Nur die andere. Hilfe! Ich habe auch hier. Alter! Das reicht mir. Ja, ich hatte gedacht, du hast die. Ja, irgendwie, ich habe die auch schon mal getroffen, du bist nicht runter. Du bist gerade robotisch. Sag mal was. Hallo? Hallo? Ja, du klingst wieder normal. Ja, manchmal muss ich das umstecken. Wir sind direkt dran. Das müsste hier gleich. Ja. Nicht die Spinne, bitte nicht die. Du hättest es nicht sagen dürfen. Da hinten ist der nächste. Okay.
Aua, aua. Einfach bis zum nächsten Ufer laufen, laufe. Bis zum nächsten Ufer. Ich glaube, ich schaff's nicht. Verdammt. Bisher hat das immer ganz gut geklappt. Ich weiß nicht, wie ich da rüberkommen soll. Ich laufe außen rum im Zweifelsfall. Oder da lang. Da ist ein Hunter links von dir. Ach nee, das ist ein Zombie-Gewitz, oder? Ein Zombie oder ein Hunter? Ein Zombie. Einfach so lange zu. Wenn man am Boden liegt, kann man dem anderen Partner nämlich zusehen. Ach so. Dankeschön. Bitteschön. Siehst du? Es ist gut, dass wir zu zweit sind. Ja. Warst du das? Ja, ich hab kiert. Ach! Da links ist irgendwo einer. Ja, was? So. Da rechts auch. Sollen wir reingehen? Und da warten? Ja. Ich hab'n. Ich gucke. In die Richtung ist der nächste. Ich bin echt dafür, dass die einen anderen Sound nehmen. Ja. Da ist ein Immolator, ich mach den gerade mal weg. Ja, wo bist du? Ach, da. Ich hab nur geguckt, ich hab das, den Überblick ein bisschen behalten, falls ein anderer Hunter kommt. Ach, halt die Klappe. Emulator kommt, Achtung. Den musst du wegmachen, den Emulator. Ja, ja. Ich mach den anderen Zombie dafür weg. Ja. Okay. Ja, da so. Dieses Geräusch. Es klingt immer so, als ob direkt neben mir was an Schüssen in den Boden geht.
in die Richtung, nicht die Kiste. Ja, ja. Ah, Graben. Ja, das klingt so, als ob da vorne irgendjemand ist. Und da sind Hunde, Achtung. Ja, da ist das Ding. Achtung, ich glaube, das waren alle. Ja, aber die kommen nicht mehr rüber. Hier in der Scheune. Über uns ist jemand. Über uns? Auf dem Dach, meinst du? Ja, hier da, wo ich bin, glaube ich. Das ist die Spinne. Ich wollte gerade sagen, das hört sich eher nach der Spinne an. Ja, ist auch kein Hunter in der Nähe. Ja, dann lass uns töten. Also das sieht man, wenn du jetzt das nach Clues suchst und das leuchtet so weiß. Ja. Wo bist du, Spinni? So, ich mach mal die Tür auf. Oh, mach mal den Dings hier weg, bitte. Danke. Geh zurück. Ja, aber die kommt dann nicht, nee, bitte. Die haut. Ich hab ne Lampe. Ich will die werfen. Ja, ich, aber die kommt nicht, wenn du nicht durch die Tür durch bist. Ja, deswegen will ich das ja machen, aber ich will dir die nicht an die. Kannst du bitte aus meiner Schussbahn gehen? Entschuldigung, das ist mal. Muss drin stehen bleiben, bis sie bei dir ist. Sonst resettet die Aggro und dann. Okay, ich bin gleich wieder da. Oh. Vielleicht hat sie mich ein bisschen erwischt. Sie kommt.
zweit geht das so viel schneller. Gut, außer man macht es wie ich und schnappt sich einen Hammer und drischt einfach auf dieses Vieh ein. Ja, da bin ich sogar auch kurz davor. Weil die nimmt echt viel Schaden mit dem Hammer. Oder halt mit Feuer. Sie kommt. Sehr okay, gut. Wir haben sie. Ja, und mein Spiel hat gerade voll geleckt. Achtung, Gift. Okay. Ist egal. Soll ich... Ich starte mal, okay? Ja. Du musst die Umgebung sichern. So, ich mache hier eine Falle hin. Mach die Tür dann am besten auch noch zu, dass niemand sieht. Dass sie schön gleich reinlaufen. Genau. Oh, Schock. Was warst du das? Dass du geschossen hast? Ja, das war aus Versehen. Ich wollte F drücken, aber irgendwie hat sich mein Finger. Okay, das Problem ist, dass der Extraction Point ganz da unten ist. Links unten. Oder wir gehen zu einem anderen. Ja, aber ich befürchte, da gehen die anderen auch hin. Und die sind vor uns fertig. Nicht vor dem rechts unten? Ja, ich glaube, die Leute sehen uns halt. Und ich glaube, ganz das andere ist... Ich würde zu Woset Arsenal gehen. Ja, das stimmt. Weil... Diese Geräusche sind so fies. Ja. Ach, ich denke die ganze Zeit, da bewegt sich jemand und das bist du. Hast dich noch nicht so ganz damit angefreundet, dass wir zu zweit spielen, ne? Wer sagt, dass wir zu zweit spielen? Bitte? Am Ende, am Extraction Point mit dem Bounty, zack. Wow. Das wäre gemein. Kann ja. man sich eigentlich gegenseitig anschießen? Ich glaube ja. Aber würde ich natürlich nicht absichtlich machen. Mhm. Jetzt vertraue ich dir irgendwie ein bisschen weniger. Ja, vielleicht war ich auch derjenige, der verantwortlich war für Kamins Tod. Also die Farm. Vielleicht. Und es ist eine Falle. Für dich. Kann man die Tür eigentlich auch langsam öffnen? Nee, ne? Doch. Wenn du schleichst. Ah, okay, dann geht es langsam. Wollen wir dann hier oben rausgehen vielleicht? Ja, aber hier hast du einen guten Überblick, ob hier gerade irgendjemand kommt. Ja. Dann verschwinden wir durch den Sumpf. Genau. So wie wir auch gekommen sind. Weil eventuell sind die jetzt auf der Jagd nach dem und wir können die Zeit nutzen, um... Wenn wir Glück haben, ja. Nimmst genau. du das dann unten auf? Bist ja, du ja. Unten? Ich bin unten. Okay. Dann sichere ich von hier oben mal den Durchgang. Aber du kannst ja jetzt, weil du die Trophäe hast, auch andere Hunter sehen, ne? Genau. Aber halt nicht lang.
Deswegen würde ich das an sich. Ich guck mal gleich, ob ich jemanden sehe in unserer Nähe und dann. Nee, ich glaube, es ist keiner da. Dann schnell. Waren hier die Hunde irgendwo? Waren die Hunde? Komm, schnell. Achtung, Krähen, die sollten wir jetzt, glaube ich, nicht auf. Und ich darf nicht wieder an diesen Wasserviechern sterben. Das genau, das sollten wir anders machen. Hunde! Hunde? Oh. Da. Probieren wir es einfach mal so. Ja, hier ist auch kein Wasserteufel in der Nähe, zumindest sehe ich keinen. Ja, wenn halt ein Hunter da wäre, wäre das ein Problem. Okay, die haben es zum Extraction Point geschafft, das heißt, wenn, jagen sie jetzt uns. Ja. Wir müssen aber deutlich mehr Weg zurücklegen, denke ich mal. Hoffentlich. Wir müssen einfach gucken, dass wir versuchen, so viel wie möglich aus dem Weg zu gehen und einfach zu rennen. Genau. Boah, es ist noch ein ganz schöner Weg. Ja, geht ja kein Wasserteufel. Ja, ich versuche hier über den Dings zu gehen, da haben wir mehr Land. Ist schneller, denke ich. Aber da war irgendwo da hinten auch der Wasserteufel, glaube ich. Mein Kerl muss mal ein bisschen Luft holen. Ja, ich auch. Also ich habe jetzt keinen Hunter gesehen, sofern ich dieses System richtig verstehe. Hier am Rand sind relativ wenig Zombies, ne? Ja. Vielleicht sollte man immer am Rand lang klopfen. Okay, wir sind bald da. Ist aber auch wenig Deckung gewesen. Ja, das stimmt, aber dadurch, dass man hoffen kann, dass sie erst die anderen verfolgt haben, weil sie nicht wussten, dass die Spinne... Oh, Achtung, Achtung, Krähen. Mist. Waren wir das? Ja. Okay, wir gehen rein und dann suchen wir uns Deckung. Da ist das Boot, da sind Zombies, das ist gut. Die lassen wir da auch. Nee, noch nicht, noch nicht. Sag das nicht. Wir schaffen es. Wir haben es geschafft. In einer Sekunde bringt uns niemand um. Das sagt man nicht. Ja, aber da hast du dein erstes Bounty. Ja, endlich. Ich meine, alleine hätte ich das natürlich auch total gut geschafft. Also ich denke ganz... Es ist einfacher zu zweit, aber allein ist es jetzt auch gar nicht mal... Also man braucht halt durchaus Glück und es muss halt ganz gut laufen mit... Also wir hatten jetzt Glück, dass die anderen wahrscheinlich abgezogen haben. Ja. Also dass da eher die Leute auf der Jagd waren.
Ladescreen ist mal viel schneller fertig als meiner. Ja. Ich bin halt überrascht, dass wirklich gar kein Hunter bei uns sich uns da entgegengestellt hat. Ja. Na gut, wenn du zur Zeit bist und so einen Doppelvertrag hast, kann man natürlich auch sagen, man trennt sich, einer macht den einen und einer macht den anderen, aber das ist halt sehr risikobehaftet. Ja. Also ich glaube, das ist sehr unwahrscheinlich, dass das funktioniert. Das befürchte ich auch. Man bekommt ja sogar Premium-Werbung durch die Sachen. Echt? Ja, guck mal, unter den Karten. Ich hab nicht drauf geachtet. Wenn du mal im Stream guckst, da sind so, das ist nicht viel, aber. Ja. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Ja, das finde ich auch cool. Oh, neue Eigenschaften-Slot. So. So, was haben wir denn hier für Perks? Mal gucken. Meinst du, einen schaffen wir noch? Ich könnte es mir vorstellen, es kann halt trotzdem länger dauern. Wir schaffen das. Ich habe das gerade entschieden, dass wir das schaffen. Oder wir machen ein Schnellspiel zusammen. Das geht nicht zusammen. Ist ausgegraut. Stimmt, du hast recht. Ich bin schon Rang 7. Hast du Angst? Bald ist es soweit. Ja. So, aber das hat gerade nicht so gut. Ich denke, ich werde wieder eine große nehmen. Du bist halt mehr so fürs Abschießen der Leute zuständig. Ja. Das habe ich akzeptiert. Das ist so mehr deins. Nee, halt. Das war falsch. Falscher Knopf. So. Okay. Gut, sollen wir noch eins machen, oder? Mhm. Ich habe schon auf bereit geklickt. Der Vater hat die Gruppe verlassen. Ja, the game server could not start the game, stand bei mir. Okay. Sind wir noch in der Gruppe? Nee, ne? Doch. Bei mir schon. Okay. Jetzt. Komisch. Aber ich glaube tatsächlich, selbst wenn die Hunter einem wegsterben, dass man immer noch welche bekommt, dann hat man ja auch direkt eine Waffe, die vielleicht nicht unbedingt einem passt, aber dann kann man ein bisschen Geld vielleicht wieder farmen. Momentan habe ich sowieso eigentlich nicht so das Geldproblem. Und deswegen, ich bin mal gespannt, ob das wirklich so viel ausmacht, wenn die Hunter permanent tot sind. Eben, ich glaube auch, dass das gar nicht so schlimm ist. Ja, weil zur äußersten Not springst du halt mit einem frischen Hunter ins Spiel und da gibt es ja auch diese Supply Points, also diese die Kutschen. Und da kannst du eventuell dann auch nach einer anderen Waffe gucken. Hätte ich gesagt. Oder man macht das Quickplay und versucht zu überleben. Also nicht so wie du. Nee, das hat bisher nicht so gut funktioniert, das stimmt.
So. Wieder ein Doppelcontract. Wo gehen wir denn hin? Ich bin noch nicht. Ach so. Irgendwie ist mein Ladescreen immer länger als deiner. Da will ich hin. Okay. Zielst du gerade mit der Waffe auf mich? Hä? Hä? Nee, ich nicke. Ja, ja. Das Ding ist dieses, hör mal, man hört das, wenn man in diese Darkside geht. Ja. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch einen manchmal verraten kann. Aber das ist so leise, man sieht echt. Ja, also zumindest direkt nebendran, wenn man halt sich versteckt oder so. Ja, gut, das stimmt. Dauert. Ich würde dir gerne auf der Map auch ein Dings setzen. Ein Marker? Geht das nicht? Nein, ja. Oh, jetzt. Auf geht's. Auf ins Getümmel. Oh. Da sind direkt welche neben uns. Mhm. Ich sehe sie aber noch nicht. Ich gehe mal hoch und versuche mal zu schauen, ob ich die finden kann. Ja, ich bleibe unten und lasse die Zombies stehen, weil die braten ja auch ganz gerne mal. Siehst du sie? Nee. Tötest du da gerade was? Oh nee. Nein. Oh, oh, oh. Jetzt weiß ich, warum ich die ganze Zeit vergiftet war. Lebst du noch? Ja, yeah, ja. Yeah. Ich hasse dieses Gift. Ich gehe jetzt ins Haus rein. Ja, ja. Ich sichere hier oben. Wenn ich einen Eingang ins Haus finde. Ist irgendwas drin im Haus. Die sind, glaube ich, woanders hin. Toll, das ist ein Dicker. Geht's oder brauchst du Hilfe? Ja, der kommt ja nicht durchs Fenster durch. Das warst du, oder? Ja, ja. Bitte. Ja, guck mal. Den hattest du noch nie, hast du gesagt. Ja, der Assassin, okay. Okay, wir sind hier fertig. Ich gucke, wo der nächste. Der nächste Hinweis ist da in die Richtung.
Der ist schon wieder weg, der Ping. Nein, ist er nicht, das siehst du noch nicht. Weil er neben dir, unter dir ist. Ja, stimmt. Oh, okay. Das war schnell. Hier, in die Richtung. Komm einfach mit. Also das mit den Pings ist verbesserungswürdig. Achtung, Enten. Ja, wir gehen auch oben. Holger schreckt die Enten halt auf. Direkt vor uns in dem Haus da. In dem Sumpfhaus. Mhm. Bienenfrau. Bienenfrau ist tot. Okay. Also deine Armbrust klingt auch brutal. Ja, aber die ist nicht so laut, habe ich das Gefühl. Nee, das Nachladen meine ich. Ja. Überall Blätter. Siehst du ein Wassergeist? Nee. Oben irgendwo. Hallo. Ja, hier oben in dem Haus. Ja, ja. Wollen wir da rennen schnell oder kommen wir da irgendwo anders hoch? Ich guck grad. Hier. Naja, das ist unsere Aufgabenteilung. Du machst den Clou und ich versuche hier abzuhalten. Wo ist das Ding? Aha. Hier oben, glaube ich. Wow! Da gehe ich nicht raus. Wieso, was ist da? Ich glaube, der ist nicht oben, der ist hier geradeaus um die Ecke draußen. Da ist so ein dicker Stacheldraht um sich rum. Okay, den mache ich dann. Würdest du dich ein bisschen beeilen? Die Verbannung ist gleich bei 90%. Ich würde zumindest den letzten Hinweis gern haben, bevor die... Ich lock den weg. Okay. Der sich eben gerade selbst in die Luft gejagt, der... Hat er? Ja, das Feuer, glaube ich. Der letzte Hinweis ist auch hier. Okay. Auf der anderen Seite. Ja, dann gehen wir doch dahin. Lass uns hier runterhüpfen und dann... Nee, oder hier rüber. Zu spät, ich bin schon runtergehüpft. Und dann hier wieder hoch. Und ja, wir sind wieder zusammen. Ich glaube, das ist die falsche Seite gewesen. Ja, ist es. Ist das ein Zombie oder ist das ein Hunter? Zombies. Ja,
Okay. Wo bist du? Warum sehe ich den jetzt nicht? Da hinten. Vielleicht musst du das erstmal aktualisieren. Nee. Der Stopperbüschel ist aktualisiert. Oh. Ah. Ja, wo war hin? Ich weiß es nicht. Oder wir gehen zum Extraction Point halt. Ja, aber der ist halt in der Mitte. Du weißt nicht, zu welchem sie laufen. Ja. Wir müssen es ja nicht komplett drauf anlegen, dass sie uns töten, aber vielleicht finden wir ja eine Gelegenheit. Der bereits ein Ding hat. Ja, vielleicht will er beide. Das ist doch super. Vielleicht kriegen wir dann beide. Du stehst aber ziemlich offen. Ja, aber der wird nicht hier lang kommen. Wir können ja einfach hier warten und gucken, ob wir eine gute Schusslinie bekommen, ansonsten lassen wir laufen. Ja. Hätte ich gesagt. Ja. Falls sie überhaupt hier den Weg lang laufen. Ja, ich gucke auch die ganze Zeit, ob ich die in dem Gebäude finde. Nämlich eher, die gehen nach rechts raus. Ja, der ist raus. Ins falsche Gebäude. Nee, ich glaube nicht. Doch, das ist das daneben mit dem roten Dach. Die haben beide rote Dächer. Das rechte. Echt? Ja. Vertrau mir. Darum sage ich, ich glaube, die gehen hinten raus. Weil zumindest, wenn sie schlau sind, hinten führt der Weg nämlich direkt zum... Ja, guck mal, wir müssen halt aufpassen, nicht, dass die uns jetzt entdecken mit dieser Sicht. Also zumindest würde ich es halt nicht komplett jetzt drauf anlegen, oder? Nee. Noch sind die da. Da kommt einer. Siehst du ihn? Nee, ich habe nur gehört.
Yay, ich hab die Krähen auch gehört. Ich hab die Schritte gehört. Ich seh ihn. Ich bin tot. Bleib bloß in deinem Versteck. Oh nein, jetzt verritt der scheiß Hund ernsthaft. Ja. Vielleicht sind die ja auch zusammen mit sich selbst beschäftigt. Da oben. Alter, diese Hunde, ne? Ja. Dreckshunde. Ich bin halt immer schön die Zielscheibe für alle. Ey, ich saß so schön im Gebüsch. Er ist tot. Ich muss wegrennen. Ja, ja, mach. Du kannst mich ja dann trotzdem aufheben. Ja, ich versuch's dann. Ja, ja, alles gut. Ich guck dir einfach zu und fliege rum. Die sind immer noch da, oder? Bist du eigentlich, hast du einen Timer oder sowas? Nö. Okay. Da steht, so, also solange ich noch Gesundheitsblock habe, aber ich hab ja, ja Timer. Keine Ahnung, ich hab keinen Timer, nix. Weil ich warte jetzt einfach, bis die da weg sind. Dann hole ich dich, ja, und dann holen wir vielleicht das von dem Hunter noch den Loot. Siehst du mich noch liegen? Ja, ja. Also meine Umrisse? Ja, ja. Ah, da. Der hat sich gerade hingelegt, um sich zu tarnen. Ja. Du hast sie aber gesehen. Das war eine schlechte Tarnung. Weil der hat nämlich eben gerade sein Ding benutzt. Sein Ding? Um Hunter zu sehen. Weil weißt du das? Weil mir das angezeigt wurde. Echt? Ja. Enemy Hunter can now see with Dark Side Enemy Hunters oder irgendwie sowas. Okay. Deswegen, ich versuche jetzt einfach sicher zu spielen, um dich zu retten. Lustig. Was denn? Im Stream werde ich dir anders angezeigt als direkt im Spiel. Okay. Im Stream ist es so ein Totenkopf. Im Spiel siehst du ja nur meinen Umriss. Sehr lustig.
Ja, parkt der da oder was? Ja. Scheinbar. Heb mich einfach auf und lass uns zum Extract. Ich hab halt Angst, dass der da hinzielt die ganze Zeit und mich dann abschießt. Will der das jetzt noch 40 Minuten durchziehen? Aber er hat die Position ein bisschen geändert, glaube ich. Ja, habe ich auch den Eindruck. Geht durchs Gebüsch, genau. Der ist ein bisschen weiter links als vorher. Ja, habe ich auch den Eindruck. Ach, diese Runde machen mir halt echt Schiss. Machen mir Schiss, ja. Die dürfen dich jetzt nicht entdecken, sonst verraten sie dich wieder. Ja. Definitiv. Ist der weiter weg. Ich bin ja so froh, dass die Hunde da nicht rein konnten. Mhm. Dann hätte sie echt alt ausgesehen. Ja, ich glaube. Ja, der ist weitergezogen. Lass uns einfach zum Extraction Point gehen. Sollen wir den Hunter noch da oben looten? Ach, der wurde doch bestimmt schon gelootet. Nee, garantiert nicht. Da waren 4, 5 Leute oben. Meinst du? Ja. Die Trophäe hat 3-mal gewechselt. Und 3er-Teams haben ihn nicht erlaubt, also. Ja. Na, ja, okay. Gut. Schade. Na komm. Mein immerhin Blut. Immerhin haben wir ein komplettes. Ja. Kirchen. Wir haben jetzt, glaube ich, nur 5 Minuten. Ja, dann sollten wir uns beeilen. Es tut mir leid, dass ich dich da nicht besser beschützen konnte. Nein, alles gut. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sie mich da sehen, weil ich habe mitten im Busch gehockt und bin ja auch noch dunkel, also... Ja, das Ding ist, deswegen war ich so vorsichtig, die haben diese Darkseid aktiviert. Ja, aber da hatten sie es halt. Also, du siehst es ja nur für einen kurzen Moment. Ja, ja. Und das war... 2, 3 Minuten später erst. Echt? Ich dachte, das wäre sogar relativ frisch danach. Okay, das war vorbei. Ja, jetzt mach hier keine Panikspiel. Wir müssen an der nächsten Kreuzung links. Okay. Ich finde das jetzt aber doch wirklich eigentlich eine gute Aufteilung. Weil ich finde das praktisch, ja. Weil ich ungern auf die Map gucke und so Sachen. Ja, siehst du, und ich bin halt lieber so, ich gucke lieber und gucke, wo die Sachen sind, aber ich bin halt nicht so gut im Schießen. Ja. Ja, ich bin ja auch nicht gut im Schießen. Ja, aber besser als ich. Ich bin halt wirklich immer Lockvogel und du hebst mich auf. So ein bisschen habe ich so auch immer mit Heidi gespielt, weil Heidi besser ist im Schießen und ich dafür Leute recht gut entdecke. Oh, so ein Dicker auch noch auf dem Weg, ernsthaft. Aber das ist einer ohne Dings, oder? Ja, komm, töten. Warte mal. Als ich nachgeladen habe, weißt du, ist er tot.
Hast du eigentlich Walking Dead geguckt? Nee. Ist es nichts für also, dich? Also, ja, die ersten anderthalb Staffeln oder so. Okay. Oder nur die erste. Aber ich fand's nicht so gut. Okay. Bei mir gibt es hier totale Walking Dead Vibes. Ja, also ich finde, so schlecht lief das doch jetzt heute gar nicht, oder? Nö, überhaupt nicht. Wir sind nicht doch einmal so gestorben. Ganz am Anfang. Da ist Carmine direkt gestorben. Ja. Aber ansonsten lief das echt gut. Ich mag das, dass ich aufgehoben werden kann, wenn ich umfalle. Ich finde das auch gut. Ich meine, bei PUBG geht das ja auch, aber da hast du halt einen Timer. Ja. Und da hast du halt wenigstens Zeit. Ich finde wirklich, durch die Spielmechaniken verlangsamt sich das Spiel sehr angenehm. Also nicht auf eine schlechte Weise. Ja. Es wird ein bisschen taktischer dadurch, finde ich. Ja. Mag ich auch wesentlich lieber. Ich meine, ja, PUBG ist auch taktisch und Counter-Strike und die ganzen Sachen, aber es ist langsamer taktisch. Das ist mir alles so rumrennen und schießen und gleichzeitig planen, das ist nicht so meins. Ja. Oh je, der arme Nigel. Was? Level 24. Ja, ist doch schön. Ja. Und Level 23. Dieses Gesumme finde ich auch so toll. Ich finde das toll. Ich mag das total gerne. Das passt halt auch so schön. Hast du dir den Trailer eigentlich mal angeguckt zum Spiel? Ja. Also dieses, da ist irgendwie ein Voice-Over halt von einer Frau, die erzählt. Mhm. Und das finde ich auch richtig gut gemacht. Ja, ich finde das Spiel echt nicht schlecht. Ist, als ich es das erste Mal bei Dingskirchen gesehen habe, fand ich so ein bisschen verwirrt mit den ganzen Waffen. Und dann dachte ich, aber so im Nachhinein ist es eigentlich... Ich habe jetzt beschlossen, dass ich tatsächlich Story dahinter mache die ganze Zeit. Wenn er jetzt stirbt, dann denke ich mir was Neues für den Nächsten aus. Okay, mache ich auch so. Bei mir dauert es ja noch, bis sie stirbt. Ja. Und ich glaube, ich muss unbedingt auf Rang 13 kommen, weil dann wird Bolzenwerfer freigeschaltet. Mhm. Verringert die Nachladezeit für Armbrüste. Ja, ich spiele es auf Deutsch. Okay. So. Ich habe jetzt einen Karabiner mit Bajonett freigeschaltet. Schön. Ich frage mich, was das bedeutet. Ach, das ist mit dem macht mehr Melee-Schaden anscheinend, ja. Logisch. Ah. Ja, klar. So. Ja. 21:59 Uhr. Perfekt. Genau, dann hat das doch gut funktioniert. Dann euch noch einen schönen Abend. Danke. Grüß Janik. Euch beiden auch. Gruß an Stefan. Danke. Und euch viel Spaß bei Schläferz. Dankeschön. Ja. Dann bis demnächst. Bis demnächst. Ciao. Tschüss.